Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Seit dem letzten Part habe ich ziemlich viel hin und her überlegt, wie ich jetzt tatsächlich den Rest des Projekts gestalten möchte. Ich habe überlegt, soll ich jetzt direkt einen Run auf Profi für S-Plus-Rang machen? Soll ich jetzt doch die beiden Durchgänge auf Veteran und Standard machen? Um ehrlich zu sein, ich bin immer noch ein bisschen unentschlossen, aber auf eine Sache bin ich zumindest so ein bisschen als Mittelweg gekommen. Ich werde jetzt doch so oder so erst einmal einen S-Plus-Rang auf dem Veteranenrang machen. Ne, weil ich auch gerade im letzten Part noch einmal in den Kommentaren einige Tipps bekommen habe und ich muss auch noch einiges klarstellen. Ich habe einiges durcheinander gebracht am Ende des letzten Parts. Das Nutzen von Bonuswaffen und das Erreichen des S-Plus-Ranges haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Ne, also das Nutzen von Bonuswaffen ist nur dann wirklich relevant, wenn man einen Profi-Run im New Game machen will und man möchte dabei eventuell die Handcannon freischalten oder nicht. Ne? Was genau das Ziel dann bei dem Profi-Run ist. Will man den S-Plus-Rang machen oder will man die Handcannon haben? Für die Handcannon muss man auf die Bonuswaffen komplett verzichten. Bei dem S-Plus-Rang darf man alle Bonuswaffen benutzen, die man kriegt. Das ist vollkommen okay. Das beeinflusst, das beeinflusst den Rang am Ende überhaupt nicht. Mir wurde auch noch einmal gesagt, wenn ich hier auf Ergebnisse gehe und dann zack, auf Abschlusskriterien gehe, hier mit Viereck, dann sieht man hier in der Tabelle noch einmal perfekt in Übersicht, was für welchen Rang nötig ist. Ne, und bei S Plus, da sehen wir eine Grundvoraussetzung auf jedem Schwierigkeitsgrad, ist, dass es der erste Durchlauf sein muss. Sprich, man kann es nicht im New Game Plus machen. So. Ne, auf Assistiert hat man 4 Stunden Zeit, auf Standard 5 Stunden, auf Veteran und Profi 5,5 Stunden. Und auf Profi ist noch die Bonusbedingung, wir sehen das ja an dem Schreibmaschinensymbol, dass wir maximal 15 Mal speichern dürfen. Auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad. Ne, das ist nochmal so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Veteran und einem Profi-Run. Ne, die Anzahl der Speicherungen. Der einzige Schwierigkeitsgrad, wo wirklich die ganzen Speicherungen relevante sind, ist wirklich auf Profi. Auf den anderen Schwierigkeitsgraden kann man speichern, wie man lustig ist. Also, als würde es morgen verboten werden. Man kann so oft speichern, wie man wirklich möchte. Das ist vollkommen egal, würde den S-Plus-Rang in keinster Weise gefährden. So. Das schon mal. Nur, dass ich das schon einmal klargestellt habe, ne, dass das, was ich am Ende des letzten Parts teilweise gesagt habe, nicht wirklich korrekt ist, ne? Da wurde ich auch in den Kommentaren noch einmal korrigiert und ja, als ich dann, bevor ich den Kommentar gelesen habe, habe ich tatsächlich auch schon noch einmal im Trophäenleitfaden noch einmal nachgeguckt, um mich zu vergewissern und mir noch einmal selbst ein Bild darüber zu machen, ne? Ich habe mir ja selber im letzten Part, ich habe ja im letzten Part noch einmal gesagt, dass ich ja noch einmal nachgucken würde und das habe ich dann auch direkt gemacht nach der Aufnahme. Ist ja auch egal, ne? Denn trotzdem immer noch gut, dass unter dem Video schon mal die ganzen Sachen stehen. Ne, für diejenigen, die das Video im Nachhinein sehen, dann steht das schon mal in Kommentarform unter dem Video drunter. Von daher ist alles gut. Ich bin dankbar für solche Kommentare. Definitiv will ich nichts gegen sagen. So, was mir eben dann auch in dem Kommentar vorgeschlagen wurde, ist das, was ich jetzt sowieso vorhabe, nämlich den Spieldurchgang auf Veteran für einen S-Plus-Rang. Den würde ich jetzt sowieso einmal machen wollen, denn ich weiß nicht, was ich auch am Ende des Parts, wo ich mich drüber ausgelassen habe, dass wenn man S-Plus auf Profi schafft, man die Veteran- und Standard-Trophäen auch kriegt. Aber sollte man einen S-Plus-Rang auf Veteran schaffen, kriegt man die Standard-S-Plus-Trophäe nicht. Ne? Habe ich mich schon im letzten Part drüber ausgelassen, muss ich kein zweites Mal machen. Aber der Punkt ist, ich will es jetzt trotzdem erstmal auf Veteran machen, für den Fall der Fälle, falls die Trophäen mittlerweile doch sich stapeln. Kann ja sein, dass es jetzt mittlerweile gepatcht wurde und ich kriege, wenn ich auf Veteran S Plus schaffe, doch noch die Standard S Plus Trophäe mit dazu. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ich finde es einfach mal heraus. Und selbst wenn es nicht so sein sollte, habe ich sozusagen den ganzen Veteran-Spieldurchgang Zeit, mich zu entscheiden, ob ich nach dem Veteran S Plus Run danach den Standard S Plus Rang machen will oder den Profi S Plus Run.
Das bleibt mir dann ja im Prinzip überlassen. Es ist vollkommen egal, was ich danach mache. Ich kriege ja in beiden Fällen dann die Standard-S-Plus-Trophäe. Der Grund, warum ich jetzt auch Veteran-S-Plus machen möchte, ist zum einen, ich möchte so ein kleines bisschen den Profi-S-Plus-Run trainieren. Ne, dadurch, dass ich jetzt auf Veteran mache, habe ich ja noch die automatischen Speicherpunkte. Ich habe da noch ein paar mehr Freiheiten. Ich werde trotzdem versuchen, möglichst so zu spielen, wie ich auch auf dem Profi S-Plus-Run spielen würde. Wie gesagt, das soll eine Art Training für den Fall der Fälle sein. Falls ich mich am Ende vom Veteran dazu entscheiden sollte, noch auf Profi zu spielen. Falls es dann noch nötig ist, in Anführungszeichen, ne? Nötig wäre eigentlich mindestens Standard S+, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ich habe dann einfach sozusagen die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ne? Einfach die freie Wahl, ne? Die Qual der Wahl. Und ich halte mir auf diese Art und Weise einfach alle Wege offen, ne? Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich auf Veteran den S+-Rang schaffe, dann schalte ich ein Item frei, welches mir auf Profi auch noch einmal enorm weiterhelfen würde, ne? Theoretisch könnte man wahrscheinlich den Profi-Run auch ohne dieses Item hinkriegen, aber es macht es einfach erheblich leichter. Und warum auf dieses Item verzichten, falls ich mich für Profi entscheiden sollte? Ne? Deswegen. Und ja, der Grund, warum ich mich jetzt auch im Endeffekt dazu entschieden habe, ist, ich habe ehrlich gesagt schon so ein kleines bisschen versucht, den S-Plus-Run auf Profi schon einmal anzufangen, sagen wir es mal so. Bei dem Dorf kam es so ein bisschen, naja. Oh, scheiße, ja. Kacke. Das gibt es nicht, das gibt es einfach nicht. Halt dein Maul! Das gibt's nicht. Im Übrigen bin ich jetzt auch leider einmal in dem Anfangshaus getroffen worden von dem einen Gegner, an dem ich normalerweise immer vorbeigelaufen bin und wo ich dann direkt aus der Kommode das grüne Kraut geholt habe. Der hat mich dann mit einer Axt abgeworfen. Aber ich dachte mir, komm, draufgeschissen. Oh Mann, ich Trottel. Ey, die letzten Male... Ja, okay. Oh, geil. Fuck. Halt deine Fresse! Ich hab noch R2 gedrückt. Ich hab noch R2 gedrückt. Das war eine Millisekunde bestimmt, bevor ich den Bumper komplett durchgedrückt habe. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie viel hier Scheiße passieren kann. Das gibt's ja nicht. Alter, halt dein Maul! Mit deiner verfickten Schaufel. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Warum gucke ich nicht nach vorne? Herrgott, ey. Ich bin die ganze Zeit nur auf diesen dummen, beschissenen Kettensägentypen fixiert. Aber ich gucke nicht nach vorne. Und das ist das Dümmste, was ich hier machen kann in dem Dorf. Ich gucke überhaupt nicht nach vorne. Ich muss die ganze Zeit nach vorne gucken. Ich muss doch sehen, ob vor mir Gegner sind, denen ich ausweichen muss. Meine Fresse, ey. Ich laufe denen komplett in die Arme. Also, ey, die besetzen echt die komplette Scheiße. Jeder scheiß Millimeter von dem Dorf ist von denen besetzt, damit, falls ich da überhaupt mal hinlaufen sollte, direkt einer schon mal seine scheiß Sichel im Anschlag hat, oder was? Mein Gott, ey, das geht mir hier noch mehr auf den Sack als in meinem ersten Spieldurchgang, ohne Scheiß. Ja, wie ihr gesehen habt, kam es da schon zu so ein kleines bisschen zu Schwierigkeiten. Die Szenen wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, ne? Ich hab's einfach versucht, ich hab's drauf ankommen lassen und sagen wir es mal so, ne? Ich habe jetzt theoretisch eine neue Strategie, die ich in dem Dorf ausprobieren könnte, auch auf Profi jetzt, aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden, nee, ich mache jetzt doch auf Veteran, dann habe ich ein Item mehr, das es mir erleichtert, den Run zu schaffen und ich habe dann schon mal so ein kleines bisschen Übung, was ich wo dann am besten und am liebsten machen möchte, um am besten und vielleicht auch am leichtesten durchzukommen, ne? Ohne jetzt irgendwie eine Bestzeit zu schaffen oder besonders krass zu spielen teilweise, ohne krasse Tricks zu zeigen irgendwie, ne? Einfach versuchen, so gut es geht, durchzukommen mit, Movement, mit Strategien und so weiter und so fort. Mal gucken, ne? Ich gebe einfach mein Bestes und wie gesagt, teste all die Sachen schon mal so ein kleines bisschen auf Veteran aus.
wo ich dann auch wenigstens noch die Möglichkeit habe zu trainieren. Ne? So. Hier auf ich denke mal auch auf Veteran und Profi. Ich glaube, die Gegner werden auf Veteran ähnlich krass sein wie auf Profi. Vom Schaden her, von der Aggressivität her, denke ich mal. Ne? Hier steht ja schon, Gegner sind stärker und Herausforderungen schwieriger. Höhere Kaufpreise für bestimmte Objekte. Und bei Profi, automatisches Speichern ist deaktiviert, perfektes Parieren ist nur erfolgreich. Alle Waffenmodi sind dafür von Beginn an verfügbar. So, aber ne, die ersten beiden Punkte, habe ich das Gefühl, die kommen einfach nur zu den Sachen, die bei Veteran ohnehin schon drin sind, noch einmal drauf. Ich sehe das ungefähr so, wie bei meinem Spieldurchlauf von Outlast. Ne, für diejenigen, die das damals gesehen haben, die erinnern sich, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Bei Outlast, da habe ich, bevor ich den Wahnsinnsmodus gemacht habe, der ja für die 100% nötig war, habe ich davor noch einen Durchgang auf dem, habe ich danach noch einen, also oh, meine Güte, ich komme durcheinander. Herrgott, nochmal von vorne. Also, bevor ich auf Wahnsinn den Durchgang gemacht habe, habe ich noch zuvor einen Durchgang, einen Schwierigkeitsgrad drunter gemacht, nämlich auf Albtraum. Albtraum ist im Prinzip vom Schwierigkeitsgrad her genauso wie Wahnsinn, nur dass man auf Albtraum noch wenigstens Speicherpunkte hat. Das ist so, sozusagen der einzige Unterschied. Ansonsten sind die Gegner genauso krass und ne, an sich kann man sozusagen auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad ziemlich gut den Wahnsinnsmodus trainieren. Und das habe ich genau auch gemacht, um die Route auszutesten, ne, eventuell hier und da noch ein bisschen anzupassen. Und das war es im Prinzip. Und genau das Gleiche möchte ich hier jetzt im Prinzip anwenden. So, das war jetzt ein ziemlich langes Intro für diesen Part. Es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, dass alles sollte ich schon wenigstens erklären, bevor ich loslege. So, alles klar. Also dann, ne, wie immer, wir skippen alles. Und die Gasmaske, die behalte ich natürlich an. Ich behalte Ashleys Rüstung. Das sind ja auch beides Items, die werden uns auch schon bei diesem S-Plus-Rang sehr weiterhelfen. Ne? Die Tatsache, dass Ashley keinen Schaden nehmen kann, die Tatsache, dass sie von den Gegnern überhaupt nicht mitgenommen werden kann, weil sie mit der Hilfe der Rüstung viel zu schwer ist. Sie kann trotzdem entführt werden, wenn die Gegner sie wenn die Gegner sie gepackt kriegen und wir uns zu weit von Ashley entfernen, dann kann trotzdem noch eine Entführung stattfinden, obwohl sie Ashley eigentlich gar nicht wegschleppen können mit Hilfe der Rüstung. Aber das Risiko besteht sozusagen immer. Das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also Ashley am besten immer nah bei uns behalten. Und dann können wir auch gerne mit Granaten und Raketenwerfern um uns schmeißen. Und Ashley wird es dank der Ritterrüstung überhaupt nicht interessieren. Ne? Wie gesagt, enormer Vorteil. So, hier den ersten Gegner. Da habe ich eigentlich schon eine recht gute Strategie für den. Ich warte, bis er auf mich zustimmt. Lauf dann nach rechts. So. Umarme dabei die rechte Wand und das reicht eigentlich schon aus, um perfekt an ihm vorbeizulaufen. Diesen Gegner muss ich nicht töten, ich tue es aber vorsichtshalber. Weil, während ich mir hier noch das grüne Kraut hole, passiert es irgendwie in einem von 10 Fällen, dass die Axt, die er dann nach mir schmeißt, mich auch tatsächlich trifft. Deswegen, dann nehme ich mir die extra Sekunde, töte den wenigstens und dann besteht die Chance, dass seine Axt mich noch trifft, 0%. Ne? Dann, ich gehe einfach auf Nummer sicher und auf die 2-3 extra Sekunden, sage ich ganz ehrlich, scheiß ich getrost. Oh, die Krähe wurde, glaube ich, in dem Guide, den ich jetzt so ein kleines bisschen auch mitnutze, eigentlich mit erschossen. Aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Egal. Wir nehmen hier das ewige Messer und die Chicago Sweeper. Und das, genau. Die Hand Cannon, die lassen wir erst einmal. Denn der Guide, den ich nutze, der will auch auf die Hand Cannon verzichten. Weil nicht jeder zu diesem Zeitpunkt, wo er diesen Run macht, die Hand Cannon hat. Was ich durchaus nett finde, dass er sozusagen diese
diese kleine Extra-Bedingung noch erfüllen möchte. So, ich versuche es mir anzugewöhnen. Hier muss ich jetzt aufpassen, ich laufe möglichst links, damit ich auch in die Falle gleich nicht reintrete. Ich versuche es mir anzugewöhnen, die Kisten nicht, die Kisten nach Möglichkeit mit dem gezückten Messer zu zerstören. Das versuche ich mir deshalb anzugewöhnen, weil es ein Ticken schneller geht, die Kisten auf diese Art und Weise zu öffnen. Das tue ich nicht in etwa, um im, um über kurz oder lang mehrere Minuten zu sparen, weil, keine Ahnung, also es dient nicht den zeitlichen Zwecken, zwecks Speedrun, es dient den zeitlichen Zwecken, dass ich auf diese Art und Weise schneller einfach vorankomme, um Gegnern wegzulaufen. Ne, also wenn ich Gegner halt an der Hacke habe, dann bin ich auf diese Art und Weise in der Lage, einfach schneller von denen wegzulaufen. Und damit gehe ich quasi so ein bisschen auf Nummer sicher, wenn ich die Kisten so öffne und die Fässer und alles. Ne? Deswegen, das schon einmal dazu. Wollte ich noch was erwähnen? Ach ja, an der Hütte, an der ich gerade eben vorbeigelaufen bin, habe ich bei den ganzen Profi-Runs, von denen ich euch ja ein paar Ausschnitte gezeigt habe, da habe ich versucht, in dieser einen Hütte noch die Blendgranate mitzunehmen, weil eines der ersten Videos, die ich gesehen habe, die eine nette Strategie zeigen, wie man hier auf Profi diesen Dorfkampf überlebt, für diese eine Strategie war sozusagen die Blendgranate vielleicht nicht unbedingt nötig, aber hat das Ganze erheblich erleichtert. Und naja, sagen wir es mal so, der beschissene Gegner hat in dem Video, das ich gesehen habe, nie das gemacht, was er bei mir gemacht hat. Bei mir, der Typ in dem Video, der hat es geschafft, dass der Gegner irgendwie gegen die Wand schlägt und dann konnte der Typ reinlaufen, locker alle Items in einem Rutsch einsammeln, die drin liegen und wieder rauslaufen, ohne dass der Gegner ihn noch ein zweites Mal angreifen kann. Aber bei mir hat der Gegner die ganze Zeit das gemacht. Hier laufe ich jetzt... Echt jetzt? Okay, das darf eigentlich gar nicht passieren, weil derjenige, der hier reingelaufen ist auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad, der konnte hier locker reinlaufen, ohne dass der Typ erstens in der Tür stand und zweitens, ohne dass er ihn überhaupt mit der Axt erwischt hat. Das war beides überhaupt nicht... Ja, cool. Vergiss es. Das ist ja schon leichte Verarsche. Und jetzt werden die gleich den Ausgang blockieren, sodass ich nicht mehr rauskomme. Ja, seht ihr? Das war sowas von klar. Das ist so ein Bullshit, der sich hier jetzt wieder... ja. Das war so klar. Du hast die Axt noch nicht mal richtig hingeschmissen. Die war daneben, du Trottel. Der Typ in dem Video ist ein kleines bisschen weiter links gelaufen an dem Haus entlang. Vielleicht wird der Typ dadurch dazu verleitet... schon eher anzu... Das ist unfassbar! Das ist unfassbar! Was soll die Scheiße? Ich meine, ja, ich kann ihn natürlich auch kontern. Ich weiß, dass das geht. Ach, ey. Ja, toll. Ich versuche ja auch jetzt zu kontern, aber es klappt ja nicht. Ich muss ja schon... den Konter perfekt hinkriegen, damit der bei Profi zählt. Ey, warum verhält sich dieser Gegner jetzt gerade zu 100% anders als bei dem Typen? Was soll der Dreck? Also, keine Ahnung, das ist ja Random Chance, das kann ich mir ja durchaus vorstellen, aber bis jetzt hat er sich ja nur anders verhalten bei mir. Nur. Ich hab L1, ich hab mich drauf eingestellt, ich hab L1 gedrückt. Wirklich. Aber Leon wollte halt nicht. Schon wieder. Schon wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Ich... normalerweise, der zieht dann doch die Waffe. Der zieht die doch. Ja. Vergiss es. Ja, diesmal steckte die Axt wenigstens richtig im Kopf drin, ne? Danke dafür. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich scheiße auf die Blendgranate. Aber naja, geklappt hat es danach ja trotzdem nicht, wie ihr gesehen habt. Egal. Wir ziehen jetzt hier erstmal durch. So.
Jetzt bin ich gespannt, ob die Strategie, die ich gesehen habe... Ich warte ein bisschen, damit der Typ da hinten mich nicht sieht. So. Ist das schon mal erledigt? Wie auch immer ich jetzt entdeckt wurde, scheiße. Keine Ahnung. Ah, come on. Okay. Nochmal Schwein gehabt. Hier hole ich mir eine Granate. Hier Rohstoffe. Okay, weg. Oh, shit. Okay. Einfach vorbeilaufen erstmal. Ja. Was ich nämlich machen möchte, ist... dahin. Zum Turm. Mir ist im Übrigen auch bewusst, möchte ich noch einmal sagen, mir ist bewusst, ich habe gehört, dass man in der Lage ist, auf die Glocke, auf die Kirchenglocke zu schießen und diese damit verfrüht zum Klingeln zu bringen. Was dann eben diesen Kampf hier sofort beenden würde. Aber es wird auch halt gesagt, mit einer Pistole diese Glocke zu erwischen, ist ziemlich schwierig. Ne, deswegen versuche ich das gar nicht erst. Ich werde jetzt stattdessen... Keine Ahnung, von hier aus treffe ich die wahrscheinlich. Oh Gott, das war dumm. Das war jetzt schon mal dumm. Das hätte ich nicht machen sollen, das hätte ich nicht machen dürfen. Genau das soll man da oben nämlich nicht machen, deswegen speichere ich jetzt nochmal. Seht ihr, gut, dass ich das jetzt eben noch als Trainingsrun mache. Ich habe jetzt da oben einfach nur noch einmal nach der Kirchenglocke gucken wollen. Ist sie das? Ich versuche es jetzt doch noch einmal so ein bisschen. Na, ich glaube, da ist die Mauer im Weg. Die habe ich jetzt nicht so genau gesehen. Das aus der Distanz habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, da war eine Mauer davor. Das hätte ich mir sparen können. Oder? Nee, das ist der falsche Turm. Das ist die falsche Glocke. Ich habe jetzt auf die falsche Stelle gezielt, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Das sieht doch aus wie die Glocke. Ist ja auch egal. So. Ich, naja, der Guide... Ach, egal. Der Guide hat eigentlich jetzt anders gehandelt, aber ist jetzt auch wurscht. Das ist jetzt quasi der Anfang, das erste Video genommen hat, das ich gesehen habe. Das erste Video hat sich hier zuerst die Granate genommen, die Granate dann direkt in den nächsten Raum reingeschmissen. So, ich hau hier direkt ab. So. Mach einen großen Bogen. So. Oh, shit. Ja, shit. Nein. So, ist nicht schlimm, wenn ich Schaden nehme. Das ist okay. So, der Clou da oben, wenn man auf dem Turm ist, ist der, dass man sich da oben nicht bewegt. Wenn man sich nicht bewegt, dann wird der Turm auch nicht einstürzen. Jetzt warte ich ein bisschen, bis hier ein paar Gegner sich versammeln. Jetzt kann ich quasi die ganze Zeit hier runterballern. Schmeiß jetzt mal eine Granate runter. Dadurch sterben schon mal ein paar Gegner. So. Ne, so kann ich mich jetzt ein kleines bisschen verteidigen. Upsala. Ich kann auch die Chicago Sweeper hier nehmen. Ne, stand die Gegner sogar etwas leichter. Ja, der Auto-Aim haut jetzt gerade richtig rein. Ah, jetzt kommt er. Oh, Kettensägen, Typhilfe. Das war knapp.
Vielleicht hätte ich jetzt erst die Granate darunter schmeißen sollen. Jetzt sind total viele da. Aber gerade eben waren wahrscheinlich auch viele da. Ist ja auch egal. Schon mal gut aus. Die Strategie trägt Früchte. Oh shit. Das hat jetzt noch mal ein paar Gegner down gemacht. Wow. Okay. Der ist jetzt richtig schön tief gefallen. Okay, jetzt bewege ich mich. Hilfe! Wieso? Jetzt. So. Jetzt einfach weg, 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 weg. Shit, shit. Ist okay, wenn man hier getroffen wird, ist okay. Ja. So. Ist sehr risky, ja, aber egal. Ist egal. Verdammt, wo war hier nochmal eine Granate? Ja, oh Gott, ich bin ein Trottel. Ich bin jetzt an dem Haus vorbeigelaufen. Schaffe ich es noch dahin? Ich schaff's noch. Ich schaff's noch, gerade so. Ja. Ich schaff's noch. Sehr gut. Ein Glückstag. So. Sozusagen. Also das ist quasi die Strategie, so lange wie möglich in dem Uhrenturm bleiben. In dem Glockenturm, was auch immer. Müsste eigentlich gleich läuten. Dass das mich noch getroffen hat. Ja, jetzt. Seht ihr? Nice. Hat geklappt. Das ist im Prinzip die Strategie. Im Groben und Ganzen. Cool, wir haben sogar noch gesehen, wie der Kettensägen-Typ. Wow. Wie der Kettensägen-Typ seine Kettensäge so hat sinken lassen. War auch nochmal ein netter Anblick. Ja, also das ist im Groben und Ganzen die Strategie. Wow, die Hühner haben sogar Souvenirs für uns hinterlassen. Das ist schon mal sehr gut, wird uns noch helfen. Genau, also das ist eben im Prinzip die Strategie. Ne? Klar, wenn man dann am Ende runterfallen muss, weil dann im Endeffekt der Typ irgendwann... der Kettensägen-Typen irgendwann da hochklettert, dann hat man keine andere Wahl. Ne? Dann muss man ja eh runter. Ich glaube, ich hätte vorher in dem Dorf hier noch ein kleines bisschen mehr rumlaufen können und Sachen einsammeln können. Ich glaube, der eigentliche Strategie-Guide, der ist nochmal hier lang gelaufen, hat hier nochmal einen Gegner im Stealth getötet und hier nochmal die Items eingesammelt. Dass man noch ein kleines bisschen mehr Ressourcen hat, wenn man da oben halt sich verschanzt. Oh shit! Okay, ups. Okay. In dieses Haus sollte ich also wirklich nicht rein, das lohnt sich gar nicht. Ich dachte, hier wäre ehrlich gesagt mehr drin. Hier ist ja gar nichts. Okay, also das Haus hier war komplett unnötig. Kann ich mir merken. Wurde auch in dem Guide tatsächlich nicht benutzt. Ich wollte trotzdem nur noch einmal herausfinden, warum genau wurde es nicht genutzt. Jetzt weiß ich's. Naja. Oh Mann, ich benutze jetzt immer noch diese Nahkampfangriffe für die ganzen Kisten und Fässer. Oh, oh Gott, wow, echt jetzt? Dass ich die nicht vorher erwischt habe, wundert mich, ehrlich gesagt. So, ich sammle hier noch erst einmal alles ein. Das hätte ich gerade eben schon einsammeln können. Oh, oh ja, oh ja. Das hätte ich schön noch eben gebrauchen können. Ist da noch was in der Kommode? Nein.
Okay, oben habe ich, glaube ich, alles eingesammelt. Ich bin jetzt hauptsächlich auch eh nur noch deshalb hochgelaufen wegen dem Schatz hier. Da ist er. Der Seidenkristall. So, jetzt noch mal ganz kurz da rein. Ja. Herrgott, ich muss mir wirklich einfach das hier. Wenn ich Kisten sehe, muss ich mir diesen schnellen Stich angewöhnen. Das muss sitzen, ehrlich gesagt. Bis zum Ende des Parts. Ich habe ja noch Zeit zu üben. Genau dazu dient dieser Run ja. Ne? Jetzt habe ich mir bei dem Erkunden des Dorfes ein kleines bisschen mehr Zeit gelassen. Aber das ist okay. Hier war. Oh, noch nichts. Ah, doch, ein grünes Kraut. Gut, 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 gut. Kann ich gut gebrauchen. Oh, stimmt. Und die ganzen Sachen, die hier noch einmal einzusammeln sind. Ja. Gerade das Schießpulver. Das ist noch einmal sehr, sehr wichtig. Gut. Hier auf jeden Fall wichtig, wegen dem Rubin hier. Und hier, oh, Pistolenmuni. Und ja, okay. Ich dachte, hier wäre eventuell noch ein Fass oder irgendwas anderes. Gut. So, jetzt wird ein kleines bisschen weniger gekämpft in diesem Gebiet. So viel steht fest. So. Zuallererst kümmern wir uns um diesen Gegner. Schon mal das erledigt. Außerdem. Oh, geil. Noch ein Ei. Das hier schon mal zerstören. So. Als nächstes den hier erledigen. Schöner, schneller Stealth-Kill. So, als nächstes das hier runterballern. Perfekt. Als nächstes das hier. Okay. So. Als nächstes war ich. Oh, nein, 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 nein. Hier war einer. So, das waren schon mal 3 von 5. Als nächstes gehe ich hier hin und, oh Gott, ich sehe das ja gar nicht von hier aus. Es ist dunkel wie die Nacht da. Aber ich glaube, ich sehe es. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich es geschafft. Geil. So, oh. Okay. Na klar, ich kann jetzt auch theoretisch das Ei hier noch mal essen bei der Gelegenheit. So, und jetzt kommt's. Run, run, run. Einfach vorbei. Hier durch, drunter durchducken, dass der Gegner reinläuft. Das Kraut hier mitnehmen. Hoch. Bam. Da ist er weg. Jetzt kann ich das hier schon mal einsetzen. Klick. Oh, da, ja. Da habe ich jetzt noch ein Item liegen. Oh, Flintenmuni. Oha. Oh Mann, und ich hab in dem Dorf gerade eben tatsächlich das rote Kraut liegen lassen. Ich habe tatsächlich. Ich. Nee, habe ich nicht. Ich trottel. Oh Gott. Ja, doof. Doof, 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 doof. Doof. Sehr doof. Aber gut. Ist jetzt so. Jetzt Moment. Stopp kurz. Wo waren die letzten beiden Medaillons nochmal? Ich weiß, wo eines ist, aber wo war das andere nochmal? Shit. Das hat sich jetzt so ein bisschen meinem Gedächtnis entzogen. Ich habe jetzt gerade Schiss davor, dass ich es quasi schon verpasst habe.
und ich da jetzt nochmal eine extra Runde für drehen muss. Warte mal. Erstmal das eine, das ich kenne. So. Ah, ich weiß, wo das andere ist. Ich weiß es jetzt wieder. Da. So. Oh shit. Runter. Einfach runter. Genau, die beiden Medaillons nur mitnehmen und danach einfach runter und weiter. Auf alle anderen Gegner sei getrost oder geschissen. Oh, na toll. Das ist jetzt ungünstig. Egal. So, jetzt muss man wirklich die Beine in die Hand nehmen, weil der Stierkopftyp, der wird einen verfolgen. Wirklich sehr, sehr penetrant, die Gegner hier. Haben wir eigentlich auch schon im letzten Run gesehen. Und nein, 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 nein. Das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt ein großer Fehler. Ich habe die X-Taste einmal angefangen zu halten und danach direkt wieder losgelassen. Sollte natürlich auf Profi nicht passieren. Aber wenn wir... Oh, okay. Gerade noch so. Wenn wir es geschafft haben, zumindest den Wagen zu bewegen, wenn wir die Animation geschafft haben, dann haben wir es geschafft. Dann war es das. Dann können die Gegner uns nichts mehr. So, das hier werde ich jetzt mal wegwerfen, damit ich die Granate mitnehmen kann. Besser ist es. Ich gehe hier direkt um die Ecke. Alter. Du Miststück. Egal. Ist mir jetzt auch egal. Scheiß ich was drauf. Auch auf dem Profi-Schwierigkeitsgrad werde ich sehr oft Schaden nehmen. So viel steht fest. Das möchte ich nicht bestreiten. Ich glaube, ich habe gerade eben einen Behälter. Nee, hier ist ein Behälter. Okay, gut. Nochmal Glück gehabt. So, das Problem ist, ich habe jetzt mit der Chicago Sweeper gar keine Muni mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Puh, rein gehabt. Spinell, oh. Das ist lucky. Das ist sehr lucky, dass ich mit dem Spinell... ich könnte mir auch Flintenmunition machen. Ist, glaube ich, gerade auch cleverer. Weil vom Rest habe ich mehr als genug. Okay, einfach nur stunnen. Einfach nur die Gegner stunnen. Das ist alles. Mehr will ich nicht. Sobald ich die Gegner... Oh, shit. Gestunt habe, war's das. An dem Rest kann ich vorbei. Shit. Ja, das... Okay. An der Stelle hätte ich es eigentlich anders machen müssen. Sorry. Deswegen, ne? Deswegen ist Veteran halt so praktisch, weil ich auf diese Art und Weise das noch einmal besser machen kann. So, wir starten dann direkt wieder hier. Das ist das Schöne. Jetzt nochmal. Keine Ahnung, ob ich jetzt eventuell noch einmal das Spinell kriege. Ja, leider. Oh! Oh, Leute! Oh, Leute! Dafür kriegen wir gerade etwas noch Besseres. Oh, das ist sehr gut. Die Chicago Sweeper muss ich nämlich auf jeden Fall bei beim nächsten Run dran denken, dass ich mir dafür... Mann, ey. Danke, Spiel. Dass ich mir beim nächsten Run für die Chicago Sweeper ein paar Schüsse übrig lasse. Das ist wichtig, denn die Chicago Sweeper... Oh, das war jetzt blöd wieder. Kann mit zwei Schüssen einen Gegner sofort stunnen. Zack, und vorbei. An dem kann ich ja so vorbei. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist das. Man kann die verdammten Schlösser, die ihr gesehen habt, auch aufmessern. Ne? Einfach aufmessern, rein. Und schon ist man fertig. Ne, die können sich da draußen dann noch einmal zerbomben, meinetwegen. Ist mir Latte. Schön vorsichtig hier. Ihr seht, die fangen weiterhin noch an, da rumzuschmeißen. Echt jetzt? Der schmeißt die Dinger... Wow, okay. Dass der Gegner das immer noch machen würde, das ist ja ein richtig mieser Move. Aber egal.
Wir kommen ja voll klar. So, zack. Der wird hier gestealth-killed. Easy peasy. Das wird aufgebrochen. Und das war eigentlich schon das erste Kapitel. Ich könnte den Part jetzt hier theoretisch schon beenden, aber ich ziehe noch durch, bis ich das erste Mal sozusagen im Profi-Run gespeichert hätte. Und das dauert noch ein kleines bisschen. Dauert nicht mehr lange. Ne? Aber, so, wir gucken uns nur die Ergebnisse an. 18 Minuten 46, okay. 22 Gegner, ja, gut. Nehme ich mit. So, wir speichern natürlich nicht. Weil das Ganze hier eine Profi-Simulation sein soll. Shit, meine Ausrüstung. So, genau, die müssen wir uns jetzt erstmal wiederholen. Ja, ja, ja. So, hier können wir ja jetzt nicht anders, als es so nieder zu boxen, die Kiste. Haben ja kein Messer mehr. Auch kein einfaches. So, jetzt kommt ja das Messer-Tutorial. Den ersten Gegner können wir so niedermetzeln. Easy. Puh. So, wir laufen hier durch. Vorsichtig erstmal ducken. Dann rüber. Stealth Kill. Dass man über diese Mauer auch drüber laufen kann, hätte ich auch eher erkennen können. Aber naja. Kann ich hier noch was einsammeln? Ich glaube nicht. Nö. Also direkt hier hin. Halten. 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 Dann Blickrichtung zu der Tür. Go. Dann hier rüber. Hier rüber. Und rein. So. Einfach mal auf den Gegner geschissen. Ne? Sorry. Echt jetzt? Was gehört mir? Shit. Ja gut, die ganzen Messer brauche ich ja theoretisch jetzt auch nicht so dringend. Ne, muss nicht sein. Können wir das Ei schon mal nehmen? So, und dann könnte ich das grüne... Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Ich wollte das grüne Kraut mitnehmen. So, wenn schon, denn schon. Okay. So, und was wir als nächstes machen müssen, war hier... Nee, die eine... Jetzt kümmern wir uns um die Ratten. Eine Ratte war hier irgendwo. Genau. Da. Okay. Eine. Den können wir doch auch jetzt so stealth killen. Das ist das Schöne. So. Ja, kombinieren wir jetzt, würde ich mal sagen. Ja, gut. Passt schon. So. So, das war eine. Und jetzt die letzte. So, perfekt. Dann nehmen wir hier noch Pistolenmuni mit. Oha, jetzt haben wir ziemlich viel davon sogar. Ich habe noch nicht mal genug, um Flintenmuni herzustellen. Wirklich? Shit. Na gut. Dann machen wir es eben so. Wenn es nicht anders geht. Hier noch das Schätzchen, den Saphir mitnehmen. So. Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir auf Profi das allererste Mal manuell speichern würden. Wenn wir hier raus zum Händler gehen. Chef, komm. Willkommen. Wir geben dann direkt die beiden Aufträge hier ab. Bam. Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Moment. Reise. Ich, das ewige Messer, warum benutze ich das eigentlich nicht? Ich weiß es selbst nicht. Willkommen. Okay, Upgrades will ich jetzt eigentlich nicht wirklich machen.
Was kann ich alles verkaufen? Das, das, das. Ich kaufe fast alles. Küchenmesser, Kampfmesser, ewiges Messer. Das ewige Messer kann ich mir ja noch ein bisschen aufsparen. Also das alles kommt schon mal weg, safe. Die anderen Waffen behalten wir eigentlich aber erst einmal noch. Ein paar andere Sachen auftreiben können. Die Koffererweiterung auf jeden Fall. Hat noch niemanden geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Komm. Genau. Dann können wir das hier mitnehmen und die Bonusmesser. Können wir ja jetzt auch mitnehmen. Das ewige Messer können wir uns ja erst einmal sparen. Fürs Erste, ne? Okay, jetzt gerade ist eh ein Küchenmesser ausgerüstet. Ich wollte nur sicher gehen, dass auch wirklich ein Küchenmesser jetzt nur da ist. So, die Gewehrmuni verkaufe ich natürlich auch. Brauche ich nicht. So, ansonsten tunen muss ich eigentlich an der Stelle noch nix. Stirb mir da draußen nicht. Hätte ich jetzt auch nicht die Kohle für. Hier noch irgendwas. Irgendwie. Ja. Bisschen Schießpulver. Alles klar. So, also das wäre es jetzt sozusagen. So. Willkommen. Okay, ich gucke nur noch einmal, ob ich wirklich alles habe. Das Einsatzmesser weiß ich nicht, ob es sich lohnt, das jetzt zu reparieren. Deswegen überlege ich jetzt auch, ob ich es nicht besser schon mal verstaue. Ne? Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. So. Ne? Und damit, und das wäre jetzt sozusagen wirklich der allererste manuelle Speicherpunkt. Für Profi. Und das nutze ich jetzt auch genauso. Ich überschreibe das jetzt einfach, brauche ich eh nicht mehr. War ja eh nur der Durchgang mit dem Raketenwerfer, von daher ist ja egal. So Leute, genau, das wäre jetzt im Groben und Ganzen der Anfang vom Spiel, ne? So die groben Strategien, die man am Anfang noch so benutzt. Und das wäre dann eben auch der erste manuelle Speicherpunkt, den man sich setzen könnte, nicht muss. Wo man diese ganzen manuellen Speicherpunkte platziert, das bleibt einem ja selbst überlassen. Ne? Wo auch immer man am meisten Schwierigkeiten hat, da kann man dann die Speicherstände setzen. Aber in dem Guide, den ich benutze, wird genau hier das erstmal gespeichert, also mache ich das auch genauso. Gut Leute, dann würde ich an der Stelle aber erstmal für heute Schluss machen und dann werden wir im nächsten Part genauso weitermachen auf Veteranen und schauen, wie gut wir es hinkriegen werden, den Rest durchzurotzen. Ich bin sehr gespannt. Ne? Ich habe jetzt natürlich hier und da ein bisschen länger gebraucht, ist klar. Aber ich sag mal so, der Guide, den ich jetzt benutze, der schafft das Spiel so in knappen 4 Stunden. Mit anderen Worten, der hat noch knappe 1,5 Stunden Toleranzzeit. Das heißt, selbst wenn ich zeitlich nicht ganz bei dem Guide bin und nicht ganz hinterherkomme, ist das nicht schlimm. Ne? Es ist wichtiger, dass man sich gerade beim Dorf ein bisschen Zeit lässt, ne? Dass man teilweise auf Nummer sicher spielt und dass man überlebt. Das ist erst einmal sozusagen während der Dorfphase des Runs die Hauptsache. Sobald man in der Burg angekommen ist, ändert sich alles sozusagen. Oder das meiste zumindest. Ne? Dann ab der Burg hat man es etwas leichter. Und warum das genau sein wird, sehen wir, sobald wir bei der Burg sind. Ich will ja nichts vorwegnehmen, aber einige werden es sich vielleicht schon denken können. Andere wissen vielleicht bereits Bescheid. Aber für diejenigen, die es noch nicht wissen, lasst euch überraschen. Ne? Ab der Burg wird der Run auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr an Fahrt zunehmen. So viel steht schon mal fest. Beim Dorf lassen wir uns ein bisschen Zeit. Da kann es auch sein, dass wir da für das Dorf alleine 2 Stunden brauchen werden. Dann ist es eben so. Ne? Dann ist es eben so. Ist vollkommen egal. Hauptsache, wir überleben. Wir kommen gut durch. Und beim Rest des Spiels können wir dann richtig, yalla, können wir richtig durchrunnen.
Alles klar, so oder so sage ich für heute erst einmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.